Ich würde schon gerne mehr senden, aber das ist alles ein bisschen weichgespült. Ich habe das Gefühl, sie sagen mir ja gar nicht richtig die Wahrheit. Sie sagen mir jetzt Sachen, ich meine, wenn ich das jetzt senden würde, was ich ja noch gar nicht weiß, weil das ist ja so weichgespült, dann laufen ihnen ja die Wähler davon, wenn ich das sende. Mhm. Ja. Das sind Propagandamedien. Das gab es doch mal in der Nazi-Zeit. Ja, ja, es ist, die machen es halt heute noch viel klüger. Das ist halt der große Unterschied. Ne? Das ist halt nicht so plumm, wie das auch zu DDR-Zeiten gemacht wurde, ne? Dass man da einen Karl Eduard von Schnitzler hatte, der dann da ganz böse über den Westen und Amerika geschimpft hat, sondern man verpackt das halt alles viel klüger und macht das halt auch nicht nur durch Falschberichterstattung, sondern auch einfach durch Weglassen. Ne? Wird dann halt auch vieles in eine bestimmte Richtung gelenkt. Ne, dass man einfach Sachen nicht bringt. Aber Sie wissen schon, dass Sie jetzt in den öffentlich-rechtlichen Medien sind, gerade? Ja, es wird natürlich aber auch wieder ausschnittsweise nur kommen. Ne? Das, was Ihnen dann halt in Ihren Auftrag hineinpasst, das ist dann das, was üblicherweise gesendet wird. Ich würde schon gerne mehr senden, aber das ist alles ein bisschen weichgespült. Klar kann ich das senden, aber was wollen Sie denn hören? Also ich weiß nicht, ob das... Naja, weil das ist ja nicht das, was Sie sonst Ihren Leuten so erzählen. Von daher... Ja, warum erzähle ich denn sonst den Leuten? Naja, da laufen ja schon andere Sachen ab. Ja, aber was habe ich denn sonst den Leuten erzählt? Also bei den Freien Sachsen laufen schon andere Sachen ab, aber das wollen Sie mir ja jetzt nicht erzählen. Das ist alles weitgeschrieben. Ja, was denn für andere Sachen? Sagen Sie mir ein Thema, was wir jetzt nicht zu sprechen gekommen sind, wo irgendwas anderes abläuft, als das, was wir jetzt hier gesagt haben. Ja, ich habe ja schon viele Fragen gestellt, die sind ja immer ausgewichen, aber egal, was soll's. So ist es halt jetzt. Mit und Ihrer dieses, Einstellung. Wie bitte? Mit Ihrer Einstellung. Nein, es geht jetzt darum, um die Bildungserfolge, die Kinder erzielen. Also es gibt Kinder, die können warten Sie mal, das ist außerhalb einer staatlichen Schule besser lernen. Ja, wir sind schon viel zu weit, also das ist ja gar nicht mehr jetzt mein Thema. Ja. Ich weiß schon, das ist halt, passt ja nicht ins Framing rein, dass man sich... Nee, das ist einfach, das geht dann, führt dann zu weit. Hm. Ja, genau. Tja, habe ich jetzt noch eine Frage? Damit ich rausfinde, wie sie wirklich denken. Ja, also so. Ja, so ich denke so, wie ich jetzt hier. Ja, so kriege ich nur die Hälfte mit. Das ist so, ja. Ich hätte gerne mehr den Menschen kennengelernt als nur den Politiker. Mhm. Ja. Was wollen Sie jetzt da hören von mir? Klingt so nach einer Einladung, ja. Oder? Nee, ach, Sie müssen das also, ja so machen, wie Sie das machen. Und, müssen muss ich gar nicht. Ich mache alles freiwillig. Also mich zwingt ja keiner dazu. Ich mache es ja jetzt auch nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen heraus oder so. Mhm. Ne, dass ich jetzt hier irgendeine Parteiagenda vertrete, weil ich da wirtschaftlich abhängig bin oder so. Sondern ich mache es halt, weil ich die politischen Inhalte für richtig befinde. Gut, wir packen zusammen. Jo. Vielen Dank. Na bitte. Alles klar.